die letzte Fassung des Action Painting, dass man nicht auf dem Boden mit Dripping und malt, sondern dass man auf Wasser das Ganze macht, wo man es bis zum Schluss verändern kann. Da sieht man richtig, wie so über die Rolle immer mehr das Wasser aus dem Wasser, das Papier muss auch gleichmäßig ziehen. Und jetzt läuft es aber da. Ich hatte die damals nicht in der Ausstellung. Ich habe die auch erst letztes Jahr zum ersten Mal gezeigt. Dann hast du die gefunden und MoMA hat ja dieses große, auch so ein großes gekauft, wie da an die Ecke ist, für die Ruschensammlung. Thank you.